Satana Pada, Teilnehmer Erfahrungen. Anirudh aus Russland. Mein Name ist Anirudh und ich komme aus Moskau, Russland. Ich bin Student, also habe ich ein Lückenjahr genommen, bevor ich hierher kam. Ich war völlig verloren und hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anstellen sollte. Irgendwie dachte ich, dass die ganze Welt gegen mich war. Ich war im ersten Jahr der Universität und geriet in eine Depression. Tatsächlich war mir aber nicht bewusst, dass ich Depressionen hatte. Ich wusste, dass ich irgendwie einige Veränderungen in meinem Leben vornehmen musste. Ehrlich gesagt, wusste ich nicht vom Satanapada-Programm. Aber als Sadhguru nach Russland kam, sah er, dass ich beunruhigt war. Denn in meinem Leben, weißt du, war ich immer bestrebt, einen Zeitplan zu erstellen, aber ich bringe es nie wirklich fertig, es schlussendlich auch zu tun. Sadhguru zeigte mir den Weg. Für mich ist er der weiseste Mensch auf der ganzen Welt. Es ist ein großes Privileg. Nicht viele Menschen haben die Möglichkeit, für 7 Monate in den Ashram zu kommen, sich ehrenamtlich zu engagieren und hier zu bleiben. Meine Erfahrung aus erster Hand? Es ist unglaublich. Und es ist unbezahlbar. Ich habe noch nie von einem anderen Ort auf der ganzen Welt gehört, in dem man freie Unterkunft zusammen mit mehreren Mahlzeiten am Tag bekommt, sodass du kommen und für 7 Monate bleiben kannst, um dich spirituell zu transformieren und zu wachsen. Ich kenne keinen anderen solchen Ort. Wenn man in diesem konsekrierten Raum ist und mit dieser Art der Unterstützung, welche die Koordinatoren und Freiwilligen geben, und auch der Zeitplan für den Ashram und insbesondere für das Programm selbst, das bringt einen einfach dazu, freiwillig früh aufstehen zu wollen und sein Sadhana zu machen. Wenn du siehst, wie jemand anderes es tut, denkst du dir auch, warum kann ich das nicht? Was hindert mich daran, das zu tun? Warum sollte ich nicht? Ich hatte immer Probleme mit der Disziplin und schob alles auf die lange Bank. Dieser Zeitplan half mir also sehr, mein Selbst zu verwandeln und einen freudigen und friedlichen Geisteszustand zu finden. Ein Teil meiner ehrenamtlichen Arbeit bestand darin, eine große Gruppe von Menschen, die für die heiligen südlichen Pilgerungen aus Russland zu Besuch waren, zu begleiten. Auf dieser Reise mit ihnen zu sein, machte mich noch glücklicher, als ob ich mir keine Sorgen um Essen oder Schlaf machen müsste. Am Ende ging es immer darum, was ich als nächstes tun kann, um ihr Erlebnis zu verbessern. Für mich ging es darum, mich dem Prozess hinzugeben. Und am Ende bekam ich mehr als das, was ich gegeben hatte. Wenn es eine Sache gibt, die ich mit zurücknehmen werde, dann ist es die Bedeutung des Wortes Dankbarkeit. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich durch das Verständnis des Wortes Dankbarkeit auf eine viel intelligentere Weise existieren werde. Und das wird mir nicht nur an der Universität oder zu Hause helfen, wenn ich zurückkehre, sondern das ist etwas, das mir überall helfen wird, im Leben allgemein.